Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und im heutigen Video möchte ich euch mal ein Secret Outfit zeigen, das ich persönlich richtig doll feiere. Und zwar handelt es sich dabei um das Outfit von John Marston aus dem Spiel Red Dead Redemption. Begebt euch jetzt als allererstes mal in irgendein x-beliebiges Bekleidungsgeschäft, ist wirklich ganz egal welches. Und dann fangen wir auch direkt mit den Schuhen an, nämlich in der Kategorie Stiefel. Dort gehen wir nämlich dann auf die 15. von 51 Stellen und dort holen wir uns dann die schwarzen Chelsea Boots. Und diese rüsten wir dann natürlich auch direkt einmal aus. Haben wir jetzt unsere Stiefel an, führt uns der Weg zu den Hosen rüber und dort gehen wir dann auf die Anzughosen und das ist dann die schwarze Knitterhose. Diese befindet sich an zweiter Stelle von 52. Als nächstes gehen wir dann zu den Oberteilen und dort werde ich mich dann erstmal meiner Jacke und meinem T-Shirt entledigen, so dass ich nur noch mit freiem Oberkörper hier rumstehe und dann gehen wir in die Kategorie Hemden. Und dort holen wir uns dann das schwarze Hemd reingesteckt. Dieses befindet sich an 32. Stelle von 52 Hemden. Als nächstes verlassen wir jetzt dann erstmal die Hemden mit Kreis und gehen dann in die Kategorie Sakkos. Und dort kaufen wir uns dann an 7. von 48. Stelle die schwarze Knitterjacke. Haben wir jetzt die schwarze Knitterjacke gekauft und auch schon direkt angezogen, verlassen wir jetzt wieder die Oberteile und dann geht es erstmal ins Interaktionsmenü, denn dort müssen wir jetzt eine ganz bestimmte Maske aufziehen. Wenn ihr diese Maske jetzt noch nicht besitzt, dann müsst ihr erstmal zum Maskenstand, um euch die noch zu kaufen. Und zwar handelt es sich hierbei um diese Cappy-Brille-Bandana-Maske und da sucht ihr euch irgendeine x-beliebige Maske von aus. Ich empfehle euch einfach mal irgendeine schwarze. Habt ihr jetzt die gewünschte Maske auch, führt uns der Weg zu den Brillen, denn dort müssen wir uns jetzt erstmal von dieser hässlichen Brille entledigen und das machen wir ganz einfach, indem wir in irgendeine x-beliebige Brillenkategorie klicken und dann klicken wir dort auf keine Brille. Zum Abschluss führt uns der Weg dann zu den Hüten und dort gehen wir dann in die Kategorie Cowboy-Hüte und dort kaufen wir uns dann den schwarzen Cowboy-Hut. Dieser befindet sich an der zweiten Stelle und den rüsten wir dann auch direkt einmal aus. Und damit ist das Outfit dann auch fertig. Wer jetzt dann noch die Waffe Muskete besitzt, die es einmal in irgendeinem DLC in GTA Online gab, der hat die perfekte Waffe zu diesem Outfit. Ich bin auf jeden Fall jetzt an dieser Stelle einfach mal raus, vergewaltigt jetzt mal den Like-Button für dieses geile Secret Red Dead Redemption Outfit. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao!